Hasta la Shisha, Freunde. So, es geht gleich weiter mit den Vorstellungen aus den Pfeifen aus den Shisha König Mystery Boxen, die ich ja vor ein paar Wochen gekauft habe. Es gibt jetzt wieder Mystery Boxen im Angebot, also wer will, kann da noch zuschlagen. Bei den Large Boxen ist auf jeden Fall wieder eine Pfeife im Angebot. Und bei den Small Boxen ist einfach Shisha-Zubehör dabei. Da seht ihr, was etwa dabei sein kann, wenn ihr meine Unboxing-Videos anschaut. Die Smallboxen sind etwas teurer geworden. Die kosten jetzt 29,90 Franken. Die haben das letztes Mal 24,90 Franken gekostet. Shisha-König sagt, dass da jetzt ein bisschen coolerer, besseres Stuff noch mit drin ist. Sind wir gespannt. Ich habe auf jeden Fall zwei kleine Mystery-Boxen wieder bestellt. Und eine Large-Mystery-Box. Die werden nächste Woche ankommen und da gibt es dann auch wieder Unboxing-Videos dazu. So, in einer der Large-Boxen vom letzten Mal war ja drin eine Stimulation. Und zwar müsste das eine Stimulation Prime sein. Ich kenne mich ehrlich gesagt zu wenig aus. Ich fülle jetzt hier auch gleich schon mal Wasser rein. Wir haben hier dieses Klicksystem von Stimulation, das patentiert ist. Wir haben hier auch eine Seriennummer drauf, also das Ganze ist schon sehr hochwertig. Kann man ja bei Stimulation auch erwarten. Ja, ich hoffe mal, das passt so. Die Rauchsäule ist aus Edelstahl, auch die Base ist aus Edelstahl. Wir haben einen Diffuser, den man verstellen kann. Man kann den, glaube ich, auch ganz abnehmen. Ja, genau. Ich stecke den aber gern als brauchbaren Diffuser drauf. Wir haben hier dieses System mit der Kugel drin, bei dem Anschluss, den man nicht raucht. Das ist fest, wenn man das Tauchrohr hier angeschraubt hat. Wenn man das Tauchrohr abschraubt, kann man dieses Blättchen wegziehen, um die Kugel zu ersetzen. So, das Schöne ist halt wirklich dieses Klicksystem. Man hat die Pfeife sehr schnell zusammengesetzt. Jetzt mal schauen. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Wasser könnte ich tatsächlich noch reinmachen. Den habe ich hier gerade gar nicht mehr. Ja, sollte passen. Dann rauche ich weiter mit dem Vokurimsia Eagle mit Kalaut obendrauf. Und jetzt muss ich schauen, welcher Schlauchanschluss die Kugel drin hat. Das habe ich gar nicht geschaut vorhin. Wir haben hier natürlich ein Schliffsystem. Ein Schlauch war ja mit dabei in Carbon-Optik. Ja, ich habe den richtigen erwischt. So, jetzt drehe ich hier kurz den Kopf noch ein bisschen. Wenn ich es schaffe, dass der Adler in die Kamera schaut. Habe ich tatsächlich den falschen Schlauchanschluss erwischt. So. Raucht die Pfeife sehr gut. Jetzt habe ich hier schon drei Kohle drin und ist fast ein bisschen zu heiß. Zum Glück Steinboden.
Die Pfeife raucht natürlich wie erwartet wunderbar. Natürlich kein spezielles Ausblassystem. Ich habe natürlich nicht das originale Stimulation Mundstück mit dabei. Beim Stimulation Mundstück, das man hier dazu bestellen kann, ist das so, dass das vorne wie einen Schliff hat, dass man den Schlauch eigentlich hier als Schlauchhalterung in den Schlauchanschluss einstecken könnte. Der Schlauch, der in der Box dabei war, hat die Carbon-Optik. Ich bin aber nicht sicher, ob das ein Original-Stimulation-Schlauch ist, weil normalerweise auf den Stimulation-Schläuchen eigentlich auch noch das Logo draufsteht und bei diesem nicht. Spielt ja aber auch keine Rolle. Schlauch ist Schlauch. Die Pfeife ist auf jeden Fall sehr toll. Also, ob ich mir jetzt eine Pfeife in dieser schlichten Optik für den Preis von rund 280 Franken, so viel kostet sie nämlich regulär, wenn man sie bestellen würde, auch tatsächlich kaufen würde, glaube ich eher nicht. Wenn mir das natürlich wert ist, okay. Aber die Pfeife ist halt für mich ein bisschen schon fast zu schlicht und zu modern. Und ich habe eigentlich auch lieber größere Pfeifen, wobei die in der Größe noch gerade so geht. Es war auf jeden Fall ein super Schnäppchen, weil die Mystery Box hat ja eben 149,90 gekostet. Da eine Stimulation Prime drin zu haben, war natürlich sehr toll. Und wie ihr seht, raucht sie sich sehr gut. Ich rauche wieder mit dem Vokurimsia Eagle. Ich rauche im Kalaut mit den Tom Coco Silver Kohlen. Das sind diese hier. Die sind extra für Smokebox gemacht. Die haben diese Form, dass man eben drei von den Kohlen in den Kalaut reinpacken kann. Ja, ich genieße jetzt hier den Karfreitag auf dem Balkon bei dem sonnigen Wetter. Rauche mein Köpfchen zu Ende. Ihr könnt also gespannt sein auf die neuen Mystery Boxen. Wird es also nächste Woche irgendwann ein Unboxing geben, vielleicht auch erst am Wochenende. Je nachdem, wie ich Zeit habe. Ich habe nämlich Bereitschaftsdienst, da ist manchmal Videos aufnehmen etwas schwieriger. Aber auf jeden Fall eben eine sehr schöne Pfeife. Wir haben ja auch dieses 360 Grad System, dass man eigentlich die Base auf der Bowl drehen kann. Ja, da ich sowieso einen Drehteller habe, spielt das mir gar keine Rolle. Aber wie gesagt, eine schöne Pfeife. Für 150 Franken jedenfalls ein super Schnäppchen. Für 280 Franken muss man sich da schon überlegen, ob man so viel in eine mittelgroße Shisha investieren möchte. Was es vielleicht auch noch zu sagen gibt, die Pfeife hat hier einen Schliffanschluss beim Kohleteller. Das heißt, ihr könnt hier auch einen Molassefänger dazwischen stecken. Ja, wer will, das ist ja auch Ansichtssache. Vielen gefällt das nicht. Ja,
Das war's auch schon wieder. Ich wünsche euch schöne Ostern. Genießt den sonnigen Karfreitag. Und in diesem Sinne, hasta la shisha.